Hallo Leute, hallo von André Unger, Rocky Balboa, keine Schmerzen, keine Schmerzen. Was hat das mit Training zu tun? Das sage ich sofort jetzt. Ich glaube, ich hoffe, Sie haben alle die Movies von Rocky gesehen und Sie erinnern sich, wann Duke, ich glaube, es war gegen Ivan Drago, aber auch vorher gegen Apollo Creed oder auch Mr. T. Also einfach, hat immer gesagt, keine Schmerzen, und Rocky auch, keine Schmerzen, keine Schmerzen, keine Schmerzen. Und da normalerweise kam dann das ganze Sieg von Rocky, nachdem er mit diesem Mantra-Kopf zu gewinnen ging. Das passiert auch an den Traders. Die Traders, es kann passieren, dass wenn man mehrere Verluste hat oder in Drawdown oder einfach eine schlechte Periode, dann fängt man an zu handeln ohne Schutzbarriere. Wie Rocky, also keine Schmerzen. Und auch der Trader fängt an, keine Schmerzen. Und er vergisst, dass er aufpassen muss, auf was passiert. Er schmeißt sich einfach rein in den Markt. Und er hat keinen Plan mehr. Er geht einfach runter wie verrückt. Und hat keine Angst mehr. Er hat nicht mehr, sogar nicht mehr das Gefühl von den Verlusten, die Tatsache sind. Und das ist natürlich unheimlich gefährlich, weil es richtig sehr großes Risiko sein kann. Man handelt ohne Risikogrenzen mehr, mit diesem Mantra im Kopf, keine Schmerzen. Aber die Schmerzen sind immer noch da. Das Problem ist, dass wir einfach so ein Niveau passen, wo wir nicht mehr Aufmerksamkeit haben, Entschuldigung, was wirklich passiert und was wir machen sollen. Es ist in dem Fall sehr wichtig, dass Sie immer, wenn Sie beim Training aufhören, abends oder früh, ich weiß nicht, wann Sie handeln, runterschreiben, was Sie gemacht haben und wie die ganze Geschichte läuft, damit Sie das lesen können und in Ruhe analysieren und sagen, pass auf, es ist jetzt gefährlich. Wir sind so in einem Zeitpunkt, wo es besser ist, zu stoppen. Nur wenn Sie das runterschreiben, können Sie genug lesen, was wirklich passiert. Wenn Sie das nur im Kopf halten, dann kommen Sie zu einem Zeitpunkt, wo Sie mit diesem keine Schmerzen arbeiten werden. Und das ist gefährlich. Schreiben Sie, was passiert. Lesen Sie das, analysieren Sie das. Sind Sie diskretionärer Händler, dann werden Sie merken, dass Sie zu einem Zeitpunkt sind, wo Sie nicht mehr sauber arbeiten. Stoppen. Systemhändler, okay, Sie können sehen, dass die Systeme nicht die richtigen PNLs zeigen, dass etwas kaputt geht, dann können Sie auch stoppen und alles in Ruhe mal analysieren, ohne zu kämpfen. Das ist sehr wichtig. Was macht Rocky? Rocky hat zwei Vorteile. Einmal mit seinen keine Schmerzen hat er seinen eigenen Vorteil, wo er sich stärker fühlt. Sein Gefühl ist, ich bin stärker, ich habe keine Angst, okay? Und dann auch beim Gegner. Der Gegner sieht auch, der Kerl, der steht da, hat keine Angst, der schlage ihn wie verrückt, aber der geht nicht runter. Und in dem Fall wird der Gegner schwacher. Schwächerer Gegner, ich stärker, ich gewinne. Das ist aber ein Film, das ist ein Film, schöner Film, aber Rocky funktioniert im Trading leider nicht. Also, unser Gegner, wir sind immer unsere Gegner, aber in dem Fall können wir sagen, unser Gegner ist der Markt und die Märkte. Wir haben gar kein Gefühl, ob wir dort stehen mit ohne Schmerzen oder nicht. Das ist ihm egal. Und in dem Fall wäre das nur ein Problem für unsere Taschen, weil wir unser Geld verlieren. Also Leute, schreiben, analysieren und ehrlich sein, mit was man geschrieben hat. Und immer versuchen, zur Zeit etwas zu stoppen. Wenn es zu spät ist, dann wird es gefährlich. Ein Tag, ein Monat, ein Jahr, für immer, das weiß man nicht. Aber eine Periode ohne Trading kann dann neue Energie geben, wenn man anfängt. Und dann wird man natürlich wieder mit besseren Ideen und Ruhe und einem guten Plan wieder anfangen. Das ist sehr wichtig. Also, Rocky funktioniert beim Trading leider nicht. Schmerzen, ja, es gibt Schmerzen. Es ist schmerzhaft. Wenn das
Ihnen passiert ist, schreiben Sie das bitte in den Kommentaren unter. Und in jedem Fall muss ich noch mal sagen, abonnieren Sie meinen Kanal, damit Sie die Infos immer haben, wenn es neue Inhalte gibt. Das war für diese Woche, ganz kurz, aber im März gibt es Schmerzen. Leider gibt es Schmerzen. Kein Rocky hier. Ciao aus Italien von Andrea Unger. Ciao.